Gardner? Hier lang. Kommen Sie bitte gleich mit durch. Chris Gardner. Sehr erfreut. Guten Morgen. Chris Gardner. Chris Gardner. Schön, Sie wiederzusehen. Alles klar. Chris Gardner, freut mich. Ich habe mir da draußen in der letzten halben Stunde überlegt, mit was für einer Geschichte ich am besten erklären kann, warum ich so hier aufkreuze. Und ich wollte mir eine Geschichte ausdenken, die von bestimmten Qualitäten zeugt, auf die Sie ganz sicher Wert legen, wie Ernsthaftigkeit, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, sowas. Doch es ging nicht. Ich hatte keine Idee. Also die Wahrheit ist, ich wurde verhaftet, weil ich meine Strafzettel nicht bezahlt hatte. Strafzettel? Und dann bin ich den ganzen Weg von der Polizeiwache in der Polk Street hierher gerannt. Was haben Sie vor Ihrer Verhaftung gemacht? Da habe ich meine Wohnung gestrichen. Ist die inzwischen trocken? Das hoffe ich. Jay sagt, Sie wären sehr zielstrebig. Er wartet schon seit über einem Monat mit irgendeinem ominösen Kasten vor dem Bürogebäude. Er sagt, Sie wären klug. Ja, ich denke schon. Und Sie wollen diesen Beruf erlernen? Ja, Sir, ich will diesen Beruf erlernen. Haben Sie sich schon Vorkenntnisse angeeignet? Selbstverständlich. Jay. Ja, Sir. Wie oft haben Sie Chris bisher gesehen? Weiß nicht genau. Offenbar einmal zu oft. War er jemals so gekleidet? Nein. Nein, Anzug und Krawatte. Immer Klassenerster? In der Schule? Highschool? Jawohl. Wie viele waren in der Klasse? 12. War eine Kleinstadt. Allerdings. Aber in meiner Ausbildung als Marinefunker, da war ich auch der Beste. Da waren wir 20. Darf ich kurz was sagen? Ich bin der Typ Mensch, wenn Sie mir eine Frage stellen und ich weiß die Antwort nicht, dann gebe ich das ganz offen zu. Aber ich garantiere Ihnen eins. Ich weiß, wie man sie rausfindet. Und ich werde die Antwort herausfinden. Ist doch fair, oder? Chris, was würden Sie sagen, wenn ein Kerl hier ohne Hemd zum Vorstellungsgespräch erscheint? Und ich ihn einstelle, was würden Sie sagen? Dann muss der Kerl eine super Hose angehabt haben. Ha ha ha.